Hallo und herzlich willkommen bei der Architekturjahresausstellung der TU München. AJA ist eine von Studierenden organisierte Ausstellung unter der Leitung von Professor Andreas Liebig. Da die Ausstellung aufgrund von Covid-19 nicht an der Universität stattfinden kann, haben wir diese Seite ins Leben gerufen und in der Münchner Innenstadt in verschiedenen Schaufenstern von Büros, Geschäften und Cafés Architekturmodelle und Plakate verteilt. Doch nun führen wir euch endlich durch unsere Ausstellung. Wir starten im Foyer. Hier auf unserer Startseite seht ihr alle Räume der Ausstellung. Die Arbeiten erstrecken sich von Projekten, Seminaren, Forschungsarbeiten, Videos bis hin zu Statements zum diesjährigen Thema Update Architektur. Zunächst starten wir unsere Tour in unserem Update Architekturraum. In diesem Raum dreht sich alles um das Ausstellungsthema. Ein Statement zum Thema findet ihr, wenn ihr auf das Upload-Symbol klickt. Verschiedene Professorinnen, Doktorandinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen haben zudem ein Statement zum Thema Update Architektur abgegeben. In Formaten wie zum Beispiel durch die Wand. Also klickt euch einfach mal rein. Aber auch die Studierenden sind vertreten durch eine Umfrage. Aber auch durch die einzelnen Statements aus dem AJA-Team. Alles findet ihr hier. Die Hauptausstellung hätte am Stammgelände der TU stattfinden sollen. Daher ist auch unsere Startseite mit diesem Grundriss hinterlegt. Wir haben die verschiedenen Arbeiten nicht nach Lehrstühlen kuratiert, sondern 9 verschiedene Themenräume unterteilt. Diese erstrecken sich von »Wie lehren und lernen wir?« bis hin zu »Wie reflektieren wir Architektur?« Nun schauen wir einmal genau in einen solchen Themenraum. Zum Beispiel »Wie bauen wir?« Hier öffnet sich der ganze Inhalt von dem Themenraum mit allen Beiträgen im Kachelformat. Wenn man auf das Symbol des Raumes selbst klickt, kommt eine Beschreibung, ein Statement, zu diesem von einem unseres AJA-Teams. Die Besonderheit hier ist die Kommentarfunktion. Fühlt euch also frei und lasst einen Kommentar oder eigenes Statement zum Themenraum da. Nun schauen wir auf die Beiträge in einem Themenraum. Hier eröffnet sich eine Übersicht verschiedener Arbeiten, Projekte, Seminare und Forschungsarbeiten. Dabei kann man beim Darüberwischen den Titel der Arbeit lesen, die Verfasserin oder den Namen des Lehrstuhls. Exemplarisch klicken wir einmal auf einen Beitrag. Bei einem Beitrag sieht man oben links den Titelnamen, darunter die Verfasserin. Und falls ihr sie kontaktieren wollt, haben einige ihre E-Mail-Adresse unter dem ersten Verfasser hinterlegt. Auch gibt es eventuell eine Publikation, die man beim Daraufklicken als PDF herunterladen kann. Den Lehrstuhl und danach kursiv eine kurze Einleitung. Mittig steht der Text zum Projekt. Je nach Auswahl der Verfasserin sieht man die Bilder als Slideshow oder Galerie. Sobald man auf ein Bild klickt, öffnet sich dieses als Vollbild. Durch einfaches Weiterklicken sieht man weitere Bilder mit der jeweiligen Bildunterschrift. Nun hat man natürlich Lust auf mehr Beiträge dieses Themenraums. Durch fixes Runterscrollen gelangen wir wieder zur Übersicht der Beiträge im Themenraum. Am Ende der Kacheln seht ihr wieder unsere Symbole von der Startseite. Wir klicken darauf und gelangen zurück ins Foyer. Die Ausstellung umfasst weitere Bereiche. Einer von denen ist die Kunstausstellung von Frau Professor Hase. Um zu diesem zu gelangen, einfach auf den Pfeil klicken. Hier sehen wir den Grundriss vom Königs- und Hasesaal. Es gibt 2 Unterausstellungen der Kunstausstellung zum Sommersemester 2020. Draußen und drin. Schauen wir einmal in die Kunstausstellung rein. Hier öffnet sich wieder das bekannte Kachelformat. Falls ihr mehr über das Thema wissen wollt, klickt ihr wieder auf das Themenraumsymbol und kommentiert fleißig.
Hier befinden sich wieder die einzelnen Arbeiten mit Informationen zu Titeln und Verfasserinnen. Gehen wir auf einen Beitrag. Hier seht ihr wieder das gleiche Bild wie zuvor. Der Titel, Verfasserin, Professur, Art der Arbeit und Beschreibungstext. Rechts wieder die Bilder. Falls ein Video angezeigt wird, einfach darauf klicken und mit der Maus auf dem Bild bleiben. Lust auf mehr? Dann klicken wir uns zurück, indem wir auf das AIA-Logo klicken. Und schwupps, sind wir wieder auf unserer Startseite. Alle Unterausstellungen findet ihr über die Pfeile. Weiter geht's zum nächsten Teil, der Bachelor-Ausstellung. Hier stellen die Bachelor-Absolventen ihre Abschlussarbeiten aus. Nicht wie in real im weißen Saal, doch digital auf dessen Grundriss. Hier ist es nach Bachelor-Thesenthemen geordnet. Durch Klicken auf ein Symbol kommt ihr in das Thema und seht alle Arbeiten, die dazugehören. Eine Besonderheit der Bachelor-Ausstellung ist das Logbook. Hier sind die Zeichnungen von Studierenden, die im Auslandssemester waren. Man kann hier super durch die Zeichnungen stöbern, aber auch nach Kontinent filtern oder nach einzelnen Namen. Wir haben nicht nur unser Foyer, an dem man sich durch die Ausstellung orientieren kann, sondern auch eine klassische Menüleiste, hier oben links im Eck. Unser kleines Burgermenü. Hier seht ihr die Funktionen Ausstellung, Programm, über uns. Teile der Ausstellung kennt ihr ja schon. Es fehlt noch eine, der Stadtraum. Ziel der AIA 2020 war, auch einen Teil der Ausstellung trotz der aktuellen Situation in den realen Raum zu überführen. Daher haben wir ausgewählte Modelle und Projekte in Schaufenstern in der Münchner Innenstadt ausgestellt. Die Geschäfte, Büros und Cafés, die hier aufgelistet sind, waren so freundlich, unsere Ausstellung in ihre Schaufenster zu bringen. Geht doch mal vorbei und seht AIA in real. Mehr Infos zu den einzelnen Standorten findet ihr unter zur Location. Falls das Projekt zusätzlich auf der Webseite zu finden ist, klickt ihr einfach auf zum Projekt. Über das AIA-Logo springen wir zurück auf die Startseite. Hier gibt es natürlich ein Programm zu unserer Jahresausstellung. Einfach auf den gelben Livestream klicken und es öffnet sich das komplette 3-Tages-Programm. Seid dabei und freut euch auf tolle Unterhaltung. Um auf das Programm zu gelangen, klickt ihr oben rechts auf Hier geht's zum Kanal. Hier steht das Programm nochmals. Eine kurze Erklärung zum Programm und mit dem Klick auf das Bild Hier geht's zum AIA Live-Kanal werdet ihr zu unserem YouTube-Kanal weitergeleitet. Mit tollen Talks, Reden und vielem mehr. Puh, das ist schon eine große Ausstellung. Ihr habt sicherlich ein Lieblingsprojekt oder wollt euer eigenes euren Freunden zeigen. Dafür gibt es eine Suchleiste oben links neben dem Burgermenü. Hier öffnen sich alle Projekte, Seminararbeiten, Forschungsarbeiten und Beiträge. Filtert einfach nach den Professuren, der Art der Arbeit, Themenräume oder Schlagwörter, die Verfasserinnen zu ihren Projekten zugewiesen haben. Falls ihr nach einem bestimmten Autor sucht, nutzt dafür die Freitextsuche. Oder ihr stöbert einfach mal durch die Beiträge. Ihr fragt euch bestimmt nun, was ist eigentlich die AIA? Wie ist sie entstanden? Wie kann man auf das Thema Update-Architektur? Und warum ist die Webseite so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? All das erklären wir auf die AIA, links unten. Oder über das Burgermenü. Auch über das Menü findet ihr über uns, den Kontakt zu uns.
Hier seht ihr, wie ihr uns erreichen könnt und wer hinter der Eier steckt. Fotos von allen 15 Studenten. Mit diesem Schlussbild wünschen wir euch viel Spaß beim weiteren Durchstöbern der Ausstellung und viel Spaß beim Programm vom Aja TV.